Das ist mal schön gespielt von Vogt. Und das ist das Tor! Gibt's doch nicht! Und wer macht's? Wer macht's? Der Marc-Philipp Zimmermann! Unfassbar seine Qualität vor dem Kasten, denn der war nicht schwer. Der geht manchmal in den fünften Stock, nicht beim Polizisten. Er bringt die FSV-Fans zum Jubeln. Ausgerechnet er, der hier das Fußballspielen erlernt hat. 5 Jahre war er in Cottbus. Ein bisschen ruhiger aufzubauen, aber bitte nicht so. Nicht so. Heike. Heike. 1-1. Was für ein ärgerliches Gegentor in Minute 36. Tim Heike. Albauer. Flanke ist gut. Flanke ist exzellent. Tor auch. Timmy Thiele. 2-1. Ein wunderschönes Tor, muss man wirklich sagen. Was für eine Flanke von außen. Genau auf den Kopf und dann erstmal über die Schulter hinweg in die lange Ecke. Sehr, sehr schöner Treffer. Drittes Saisontor, Timmy Thiele. Und jetzt Energie Cottbus. Jetzt Thiele. Jetzt die Entscheidung. 3-1, Timmy Thiele. Selbst verschuldet vom FSV. Ja, wir spielen den Ball hinten nicht lang raus, was man normal in der Situation macht. Und das nutzt natürlich jetzt Cottbus aus. Machen den Deckel drauf, verdienen das Spiel am Ende, also gewinnen das Spiel, glaube ich, am Ende verdient und verdienen sich diesen Sieg. Timmy Thiele kann es nicht fassen. Doppelpack für ihn. Hat es lange nicht gegeben. Schön vorbereitet. Sengersdorf kommt nicht mehr hin. Lenais muss ihm entgegengehen. Und das macht Thiele grandios. Ja, Timmy Thiele. Klassisches Tor für ihn, der gebürtige Berliner.